Willkommen zurück zu SFS Colony. Willkommen zu einem weiteren Video. Heute holen wir uns die Sonde zurück. Dazu haben wir hier dieses kleine Stückchen. Das wird quasi die Sonde ummanteln. Natürlich ein paar Fallschirme dran, um die Sonde zu verlangsamen. Und ein Hitzeschild, damit es den Eintritt übersteht. Den Rest, quasi das Mutterschiff, das wird einfach verglühen. Das koppeln wir hier einfach an und bringen es quasi bis in die Atmosphäre. Das Ganze mit einer Avalon 1B. Tatsächlich das erste Mal, dass ich die benutze. Weiß nicht genau wieso, aber hier haben wir sie. 20 Tonnen Nutzlast. Das ist relativ wenig Nutzlast, aber wir haben ja einen relativ komplizierten Orbit und müssen da einen Haufen Manöver machen. Daher einfach ein bisschen extra Treibstoff hinzufügen. Genug geplaudert, los geht's.
Und da haben wir es, ihr seht, wir sind gelandet mit 2,0% noch übrig. Ein Landebein ist abgefackelt, aber naja, kann man nicht viel dran ändern. Da haben wir die Mission beendet. Und dann gehen wir hier mal kurz raus, gehen wir hier hin. Dort haben wir dann nämlich unsere kleine Sonde. Und die können wir auch einmal einsammeln. Ihr seht, wir halten keine Erfolge, aber an sich hier in der Atmosphäre der Sonne eingetreten, eine maximale Temperatur von 232 Grad Celsius erreicht. Das ist eigentlich viel höher, aber gut, egal. Jedenfalls, die Mission ist damit auch fertig. Ja, also damit haben wir das Einsammeln und zum Weltraumzentrum. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.